Ja, Ausleuchtung ist jetzt nicht optimal. Ich werfe noch Schatten. Ja, hi und herzlich willkommen. Es muss leuchten, es muss richtig leuchten und zwar draußen. Und zwar warum? Weil wir dann automatisch Vitamin D3 herstellen. Wir haben jetzt 19.22 Uhr im Januar. Und was heißt es? Es ist dunkel draußen. Ja, ich bin heute Morgen aus dem Haus, als es dunkel war und bin heute Abend wieder zurückgekommen, während es dunkel war. Und was fehlt mir da? Ganz klar, die Sonneneinstrahlung. Ja, leider. So, Vitamin D3, was ist das überhaupt? Ja, Vitamin D3 ist ein essentielles Vitamin, essentiell wie fast schon in jedem Video erklärt. Ja, wir müssen es von außen zuführen, beziehungsweise unser Körper holt es sich selbst. Ja, Vitamin D3 haben wir zwei Möglichkeiten, entweder Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung oder über die Nahrung. Über die Nahrung kann man eigentlich gleich wieder abschreiben, weil das sind so wenig Mengen drinnen, dass unser Körper die zum Beispiel durch Fleisch oder sowas gar nicht aufnehmen kann. Ja, oder nicht richtig verwerten kann oder auch nicht richtig einspeichern kann, weil es einfach so wenig, ja, wirklich so wenig in der Ernährung drin ist. Bessere Variante ist das Sonnenbad. Ja, das Sonnenbad im Sommer geht für jeden klar, wenn wir mal am Wochenende frei haben. Da können wir extrem, extrem viel Vitamin D3 aufnehmen. Da komme ich später dazu. Aber was machen wir jetzt im Winter? Im Endeffekt läuft es ja so ab. Die Sonne geht auf unsere Haut. Durch verschiedene Prozesse wird dann das Vitamin D3 hergestellt und in unseren Körper eingespeichert. Und wenn man es braucht, hergenommen. Ja, ich möchte mich auch nicht länger darauf aufhalten, wie Vitamin D3 in unserem Körper hergestellt wird. Das kann ich euch gerne unten rein verlinken, werde ich auch machen in die Videobeschreibung, könnt ihr es euch mal durchlesen. Im Endeffekt, ich glaube, die meisten interessiert einfach, wie viel Vitamin D3 du zu dir nehmen solltest. Ja, da gab es vor ein paar Jahren, gab es eine Institution, möchte ich jetzt mal sagen, oder gar nicht so vor kurzem, die haben eine Einschätzung bzw. eine Supplementation von 400 IU ja, gegeben. Was heißt IU eigentlich? IU steht für internationale Einheit und ein IU ist ein Mikrogramm Vitamin D3. So, jetzt stellen wir uns mal vor, 400 IU wurden empfohlen von der Institution, die ich hier nicht nennen will, ist natürlich extrem, extrem wenig. Denn wir müssen uns mal vorstellen, jetzt gebe ich euch mal ein paar Fakten. Eigentlich recht interessant, denn wir können selbst in der Mittagssonne, also im Sommer, wir sind fähig dazu, dass unser Körper bis zu 20.000 IU Vitamin D3 herstellt in der Mittagssonne. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, im Internet steht dann immer, man sollte nur so lange in der Sonne bleiben, bis man eine leichte Rötung hat. Natürlich kommt es auf den Hauttypen selber drauf an, aber bis zu 20.000 IU stellt man selber her im Sommer in der Sonne, bis ihr so eine leichte Rötung habt, also nicht rot sein wie ein Krebs. Und jetzt stellt euch mal vor, wir haben hier eine Institution, die uns sagt, okay, pass auf, 400 IU sollten völlig ausreichbar sein. Das wurde dann vor kurzem erst alles über den Haufen geworfen. Da habe ich dann echt, das war eine Studie aus 2017, 2018, so der Jahresübergang, wo man gesagt hat, hey, pass auf, das ist völliger Bullshit, was ihr hier macht. Ihr müsst viel, viel höher ansetzen. Natürlich, jetzt im Winter, wir bekommen gerade wir hier in Deutschland, auch überall, die vom Winter geplagt sind, bekommen keine Sonne ab. Und was müssen wir dann? Wir müssen richtig supplementieren und auch genügend. Wir müssen auch erstmal verstehen, dass durch orale Eingabe von Vitamin D3 nur die Hälfte ankommt. Und deswegen gibt es auch Leute, die zum Beispiel 4.000 bis 5.000 IU empfehlen, woran ich auch dran bin. Ich supplementiere jetzt im Winter gerade 4.000 IU, 400 sind auf jeden Fall viel zu wenig, denn ihr müsst euch vorstellen, es geht noch die Hälfte weg, durch oral, durch Prozesse in unserem Körper und im Endeffekt kommt nicht alles an. Ja, übrigens, MyProtein 600 IU. Ja, was hat Vitamin D3 für Vorteile? Ich lese mal kurz vor. Also Mineralisation des Knochenskeletts, Bluthochdruck und Regulierung von Cholesterinspiegel senkt, stärkt das Immunsystem, Schutz vor Erkältung, verbesserte Kognition, antidiabetische Effekte, Winterdepressionen gehen weg. Ja, deswegen sollte jeder von uns Vitamin D3 supplementieren, denn es kann zum Beispiel auch unsere Muskelregeneration oder auch unsere Muskel, nicht Stärke, sondern unsere Muskelfestigkeit. Wer mich auf Instagram verfolgt, hat schon mal gelesen, Muskelfestigkeit stärken.
Ja, ca. 70% in Deutschland leiden im Winter an Vitamin D3-Mangel, und zwar, weil sie entweder falsch supplementieren oder gar nicht supplementieren. Nicht jeder muss immer supplementieren, ist ja auch wurscht. Fassen wir nochmal zusammen. Also, Vitamin D3 ist essentiell, entweder durch die Nahrung oder durch die Sonne. Durch die Sonne geht es auf jeden Fall schneller, gerade im Sommermonat. Ich habe gesagt, 10.000 bis 20.000 IU sind im Sommermonat möglich, was aber durch unseren Körper leider nicht möglich ist, denn er reguliert ab ca. 5.000 bis 6.000 IU ab. Das heißt, wir können auch nicht mehr einspeichern. Wie die 20.000 zustande gekommen sind, ist ganz klar. Man hat UV-Lampen auf Hautzellen drauf und dann wird Vitamin D3 hergestellt und somit kamen die 20.000 raus. Es wären 20.000 möglich, wenn unser Körper nicht regulieren würde. Quasi ein Selbstregulator hat unser Körper drin für Vitamin D3. Ja, die vorher genannten Vitamin D3 Vorteile sind klar. Wir haben kognitive Fähigkeiten und es gibt so viel. Eure Muskelregeneration wird verbessert und eure Muskelfestigkeit, nicht eure Muskelkraft, eure Muskelfestigkeit kann zunehmen und Vitamin D3 ist einfach ein super, super Supplement. Leider wurde es aufgrund der Studie damals wirklich richtig im Boden gesetzt. Man hat zu wenig Einheiten quasi verteilt und es wurde alles vor kurzem erst über den Haufen geworfen und jetzt ist sicher, dass höher supplementiert werden kann. Wir können bis zu 4.000 IU gehen, sprecht es am besten mit eurem Arzt ab. Denn ich bin ja nicht zuständig dafür, ob ihr supplementieren könnt oder ob ihr gerade im Vitamin D-Mangel seid. Ja, jetzt noch eine kleine Nebeninformation, damit ihr euch leichter machen könnt, wenn ihr nach Vitamin D3 euch informieren wollt. Wenn ihr die Studien hier unten in der Videobeschreibung lest, werden euch höchstwahrscheinlich immer die Worte 25-OH Vitamin D3 vorkommen. Das ist nichts anderes wie einfach die Speicherform in unserem Blut bzw. das Vitamin D3, was in unserem Blut vorkommt, ganz leicht ausgedrückt. Deswegen lasst euch nicht verwirren, wenn ihr 25-OH Vitamin D3 lest oder hört bei irgendwelchen anderen YouTubern. Ist eigentlich ganz einfach, ist eigentlich bloß der Gehalt im Blut von eurem Vitamin D3. Im Endeffekt ganz einfach. Das war es eigentlich auch schon wieder vom Vitamin D3. Ganz einfach und easy erklärt, wie immer bei mir. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bei mir ist ein schöner Abend oder einen guten Morgen, wenn ihr es morgen seht. Oder übermorgen oder was weiß ich. Ciao, euer Andi. Schreibt mir eure Fragen wieder in die Kommentare und eure Meinung und wie viel ihr supplementiert. Das interessiert mich brennend. Ciao.